Über 4000 Körperverletzungsdelikte registrierte die Duisburger Polizei im vergangenen Jahr. Mit einer solchen Straftat beginnt auch der nächste Einsatz von Hauptkommissar Paul Schwarz und Kommissar Can Yildiz. Doch das ist erst der Anfang eines vertrackten Falls, der die Beamten in Lebensgefahr bringt. 15:20 hört. Sonderwegerechte frei? Ja, Sonderwegerechte frei. 15:20 verstanden, sind unterwegs. Die Wirtin des Biergartens hat die Polizisten zu Hilfe gerufen. Einer ihrer Gäste soll urplötzlich auf einen Passanten losgegangen sein. Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Der Paul und ich wurden hier hingerufen von der Leitstelle. Körperverletzung war im Spiel, Streitigkeiten im Park. Der Herr hat sich bei der Festnahme schon sehr stark gewehrt, hat auch uns beleidigt und hat gesagt, wir sollen weggehen. Sind wir ein bisschen grober geworden, sodass er dann auch wirklich ruhig gestellt war. Egon, für den 15:20 kommen bitte. Komm, die Handgelenke. Hoch. Brauchen hier definitiv einen RTW, eine bewusstlose Person auf dem Boden und schicken bitte noch einen Streifenwagen bitte vorbei. Was ist falsch? Ja, ja, verstanden. Ja, ist gut. Wir sehen das falsch. Ja, verstanden. Sie müssen sich jetzt auch hier nicht äußern, ja? Näher ran. Einmal kurz näher ran. Kooperieren Sie bitte mit uns. Ich mache überhaupt gar nichts mehr. Der geflüchtete Täter, der dann später auch von uns gestellt wurde, hat keine Aussagen getätigt. Das muss er auch hier nicht, weil er hier eine gefährliche Körperverletzung begangen hat. Muss er sich nicht selbst belasten. Jungs, einmal kurz übernehmen. Der verprügelte Mann ist nicht ansprechbar. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hat es für die Beamten oberste Priorität, sich um das Opfer zu kümmern. Haben Sie irgendwas gesehen? Ja, wissen Sie, was hier los ist? Der arme Kerl. Okay. Der ist einfach, da den Sie festgenommen haben, der ist einfach auf dem Lohn. Bleiben Sie einmal bitte ganz kurz zur Seite. Wer sind Sie? Mein Freund. Gut, alles klar. Moment. Gehen Sie einmal bitte ganz kurz zur Seite. Lassen Sie uns unsere Maßnahmen einmal ganz kurz machen. Nico. Hallo, hören Sie uns? Nico. Nicht ansprechbar. Nico, hören Sie uns? Hallo. Sind Sie ansprechbar? Geht's Ihnen gut? Kai ist mal. Hallo, wer ist Kai? Noch mal. Wer ist denn der Kai? Kai ist Ihr Freund. Verlobter. Wo ist Kai? Alles klar. Was ist denn passiert? Schlägerei. Hat Schläger auf den Kopf gekriegt. Hallo, können Sie mich hören? Jetzt noch mal für Sie. Haben Sie auch vielleicht einen Ausweis? Noch mal die Fotos. Wo sind denn die Fotos? Die beiden Frauen sind Schwestern. Die dunkelblonde Dame ist mit dem Verletzten liiert. Er hat ihr vor wenigen Minuten pikante Fotos zugesendet von Kai, dem Verlobten der rothaarigen Schwester. Der scheint jedoch nicht mehr vor Ort zu sein. Die Ursache des ganzen Theaters ist, dass die Frauen Fotos zugespielt bekommen haben, wo ihr Freund sich mit einer Blondine getroffen hat am Fahrzeug. Ist fotografiert worden und beim Fotografieren hat man eben mit auf dem Foto drauf gesehen, dass er eine Knarre im Hosenbund hat. Okay, eine Knarre. Sieht aus wie eine Schusswaffe in der Hand, eine Handfeuerwaffe. Es ist aber nicht der Festgenommene jetzt, den wir haben. Nein, es ist ein Dunkelhaariger, das ist ein anderer. Die Kriminalkommissare Eckart Greitner und Hans Fröndenberger werden zum Einsatzort gerufen. Denn hier liegen offenbar zwei Taten mit zwei Tätern vor. Die Körperverletzung durch den Schläger und der Waffenbesitz durch den Verlobten. Für Letzteres ist die Kripo zuständig. Eben bei der Befragung der beiden Mädels. Ja. Sie ist die Lebensgefährtin von dem Niedergestreckten. Wer genau ist die Lebensgefährtin? Sie hier vorne, also mit der Franziska. Ja. Franziska heißt sie. Sie ist die Lebensgefährtin von ihm und hat eben geschildert, dass sie einen Anruf bekommen hat. Kurz vorbei. Und Fotos geschickt bekommen hat. Ja. Auf den Fotos war ersichtlich, dass sich ihr Freund. Hier, ich hab's mal gemacht. Achso, darf ich? Ja. Sehen Sie, das haben wir gerade jetzt gesehen hinten. Ach, guck, was ist das denn? Das ist eine Waffe. Das ist ein. Ach du meine Güte. Ein Gerät, ein Schießgerät. Das Interessante an der Angelegenheit war, dass eine von den beiden Damen, die hier waren, ihren Freund gesucht hat. Und das war genau derjenige, der auf den Fotos zu sehen war. Und der sollte sich ja da mit einer anderen Frau getroffen haben. Auf diesen Fotos war dann halt zufällig zu erkennen, dass da Taschen ausgetauscht wurden und dann halt in einem unbeaufsichtigten Moment die Jacke hochgerutscht ist und dann konnte man tatsächlich deutlich eine Schusswaffe erkennen. Es ist aber nicht der Festgesetzte, ne? Also ist auf jeden Fall noch flüchtig. Und ein Foto, da sieht man das Kennzeichen. Wir machen erstmal einen Halter und du hast Funk. Dann geben wir hier eine Nahbereichsfahndung raus. Okay. Zwischen der Fertigung der Fotos und der Schlägerei, unserem Eintreffen etc. lag noch nicht so viel Zeit. Und deswegen schien es ganz sinnvoll, hier eine Nahbereichsfahndung einzuleiten. Denn die Chancen stehen gut, dass er also noch nicht weit ist mit seinem Fahrzeug. Also
Halteabfrage. Die Firma läuft einen Firmenwagen. Düsseldorfer Straße 120. Hier in Duisburg. Hansen Mike. Hansen Mike? Hansen und der Vorname Mike. In der Nahbereichsfahndung ist zu einem hohen Prozentanteil erfolgreich und ich gehe davon aus, dass wir den noch heute schnappen werden. So, dann schauen wir uns das beide mal an. Ich habe diese Waffe noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe nur Augen für diese Frau gehabt. Der trifft sich mit einer anderen Frau. Aber das Frau. Das ist mein Freund, das ist Kai. Der ist aber hier nicht vor Ort, wie ich sehe. Nein. Das Auto, kennen Sie das Fahrzeug? Ich finde ihn nicht, ich habe ihn überall Kennen Sie das gesehen. Fahrzeug? Ich, kennen Sie das ich Fahrzeug? Ich kenne das Fahrzeug auch nicht, nein. Die Frau kennen Sie auch nicht schon mal gesehen? Ich habe die noch nie gesehen. Ich würde gerne wissen, wo sie ist. Ja. Kennzeichen. Mein Freund hat uns einfach die Bilder geschickt, weil er es zufällig gesehen hat. Ja. Aber das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ich frage mich gerade ernsthaft, was hier los ist. Und über die Schusswaffe, die da gesehen wurde, da war sie sehr überrascht, konnte sich überhaupt keinen Reim drauf machen, was er gerade mit so einem Ding wollte. Sie sind ja die Frau. Ja, also dann erzählen Sie mir doch mal was von ihm. Er redet wirklich über seinen Job. Ich weiß, er macht Import-Export. Import-Export. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Gibt's da irgendwie... Wie lange sind Sie denn zusammen mit dem Kai? Seit 6 Monaten sind wir zusammen. Und seit einem Monat sind wir verlobt. Der ist korrekt. Der hat nur nichts verbrochen, oder? Die Frau ist schockiert, dass ihr Verlobter wohl nicht nur fremd geht, sondern auch in kriminelle Angelegenheiten verstrickt ist. Kann man eben kurz stören, er ist jetzt zu sich gekommen. Wenn keiner möchte, können wir ihn kurz befragen, bevor wir losfahren. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, machen wir. Ich aber weiß, wo Kai ist. Ja. Kann ich mitkommen? Aber nicht zu viel jetzt einer. Vor allem nicht alle, das machen wir erstmal allein. Warten Sie einen kleinen Moment hier bitte, ja? Der Verletzte ist der Einzige, der zu den beiden vorliegenden Vergehen aussagen kann. Zum einen zur Schlägerei, zum anderen zum dubiosen Treiben des Verlobten mit der Waffe. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Greitner. Frontenberger. Sind Sie aufnahmebereit? Können Sie verstehen, was wir sagen? Ja. Wie ist Ihr Name? Mirko, lass uns erstmal bei Mirko. Der verletzte Zeuge, der also mit dem Stuhl niedergeschlagen wurde, hat uns im RTW mit Mühe und Not einen kleinen Sachverhalt schildern können. Haben Sie Personen erkannt? Personen habe ich erkannt. Ja. Wer war das? War da ein Kai dabei? Kai habe ich erkannt. Wo ist er hin? Wo ist Kai hin? Deine Frau. Ich weiß es nicht. Die Anhörung jetzt, die machen wir. Ja, bitte, also ansonsten gehen Sie erstmal raus. Nimmst du die beiden mal, dass sie rausgehen. Und einmal bitte ganz kurz raus. Sobald gehen Sie mal bitte vor die Tür. Bitte gehen Sie jetzt vor die Tür. Gleichzeitig waren die zwei Damen noch in dem Rettungswagen. Die sind durch die hintere Tür reingekommen. Die waren selbstverständlich aufgebracht, das ist auch nachvollziehbar. Aber die mussten wir dann rausschicken. Ich muss es auch mal etwas energischer sagen, weil die wollten erst nicht rausgehen. Nur, wir können keine Gespräche führen, wenn da jemand im Hintergrund rumschreit. Waffen habe ich gesehen. Waffen? Hatte der die in einem Koffer oder in einer Tasche oder wo hatte der die? Auto. Im Auto? Im Auto. Ja, okay. Und was ist dann passiert? Plötzlich kam einer auf mich zugerannt. Kam auf sie zugerannt? Ja. Und hat sie umgeschlagen. Okay. Gehörte der, haben Sie ihn vielleicht vorher im Zusammenhang mit dem Herrn, mit dem Kai schon gesehen? War der zufällig auch dabei oder? Er behauptete, ich hätte ihn fotografiert. Aha, passt ja. Wichtig war unter anderem auch rauszukriegen, was denn jetzt der Schläger mit der ganzen Sache zu tun hätte. Und es hat sich dann so dargestellt, dass der wohl zu ihm gesagt hätte, du hast mich hier fotografiert. Ich glaube, wir brechen das ab. Ja, wir brechen das ab. Wir sind zu schwach im Moment. Wir denken jetzt erstmal an Ihre Gesundheit. Wir werden möglicherweise heute noch ins Krankenhaus zu Ihnen kommen. Vielleicht geht es Ihnen ein bisschen besser. Ansonsten verlegen wir das auf morgen. Für die Polizei ergeben sich nun zwei voneinander unabhängige Fälle. Die Körperverletzung wird von den Kollegen auf der Wache weiterverfolgt. Am Waffenbesitz bleiben die Kripo-Beamten dran und machen eine hochbrisante Entdeckung. Laut Halterabfrage ist der Wagen des Gesuchten auf eine zwielichtige Firma zugelassen und auch der Background-Check des Verlobten Kai bringt Unglaubliches ans Tageslicht. Kleinen Moment. Ja, abgefragte Person habe ich mehrfach Inpol, Waffenbesitz, Raubüberfall. Der hat auch gerade erst eine Haftstrafe gesessen von 5 Jahren wegen bewaffneten Raubüberfalls. Der ist erst seit circa 6 Monaten wieder auf freiem Fuß. Das ist ja schon ein schwerer Junge, der Bursche. Ja, 32, 16 hat verstanden. Ich weiß davon nichts. Ich höre das alles zum ersten Mal.
mein Erfahrungsschatz ist so, dass es passiert, dass eine Frau, meistens ist es ja so, dass eine Frau irgendwann erfährt, dass der Mann krumme Sachen macht. Und dass die natürlich dann unglaublich überrascht sind, enttäuscht sind, fassungslos sind, ist klar. Ja. Bleiben Sie jetzt nicht alleine nach diesem Schock, den ich nachvollziehen kann. Wir kümmern uns jetzt um den Mann. Ja. Okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Tschüss. Dann sagen wir noch den Kollegen. Nee, mit uns nicht, Tana. Nehmen Sie sich ein Taxi und fahren Sie, wohin Sie möchten, aber nicht mit uns. Ja, und bitte folgen Sie uns auch nicht, etc. Ja? Ja. Alles Gute. So, habt ihr mitgehört? Ja, wir haben es gerade mitgehört. Also, das ist dann heftig. Ihr habt das mitgehört? Die Kollegen haben den Täter genau, an Ort, ja. Die bringen zur Wache in die Zelle. Einmal Ebern an alle Einheiten EB, Ebern an alle Einheiten EB. Ihr macht dann mit uns die Nahbereichsfahndung. Das gesuchte Fahrzeug der Nahbereichsfahndung ist gesichtet worden von einem Busfahrer. Ei. An der 6-Seen-Platte. 6-Seen-Platte, ja. Das okay. Ist ich sage, ich bitte alle Einheiten Richtung 6-Seen-Platte. Gesuchte Fahrzeug befindet sich dort. Die 1532 ist bereits vor Ort und sichert ab. Ja, okay, dann fahren wir auch dahin. Gut. Als die Beamten aufbrechen, ahnen sie nicht, dass die Schwestern alle Einzelheiten der Fahndung mitgehört haben und ganz andere Pläne verfolgen, als nach Hause zu fahren. Eine Stunde später erreichen die Polizisten den Einsatzort. Guck mal, da vorne links steht er. Ja, guck, da ist er, unser Dude. Da ist er. Komm. Macht das Licht aus. Die Kommissare machen sich bereit für den Zugriff. Habt ihr gesehen? Waffe ziehen, ne? Ja. Toi, toi, toi. Pass auf. Gehst du mal und leuchtest rein, John? Als wir hier am Ort eingetroffen sind, haben wir dieses zunächst flüchtige Fahrzeug sofort auffinden können. Wir haben dann gemeinsam nach dem Fahrzeug geschaut, haben sicherstellen können, dass niemand am oder im Fahrzeug befindlich war. Ja, und dann haben wir uns aufgeteilt und dann verdeckt an die Person rangegangen. Da sind die. Da. Geht ihr links? Geht ihr von links? Geht ihr von links? Geht ihr? Wir gehen rechts. Ja. Lass uns in der Nähe bleiben. Als wir dann hier vor Ort waren, haben wir uns auch relativ schnell abgesprochen, sodass uns wirklich kein Fehler unterläuft. Die Kripo-Beamten haben sich von rechts angenähert, der Paul und ich von links. Sind dann halt einfach wirklich einsatztechnische Schulung und Techniken, die hier von uns, von der Polizei halt aus ausgeübt werden, ja. Ich habe also auch gesehen, dass eine Schusswaffe in Richtung des Kollegen gerichtet wurde. Aber der Can hat das sofort erkannt und hat dann auch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und hat mit Sicherheit sich selbst und auch unsere Leben in jedem Fall gerettet. Denn ich bin ziemlich sicher, der Täter hätte nicht nur einmal geschossen. Gehen Sie an das Auto. Sicher? Sicher sind nicht vor. Rückwärts gehen. An das Auto da vorne. Rückwärts an das Auto. Rückwärts an das Auto. In diesem ganzen Geschehen, das sich da abspielte, tauchte plötzlich eine Person auf, die sowas Ähnliches wie Flammenwerfer, es erinnerte mich so ein bisschen an eine Haarspraydose, die man anzündet. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen, aber glücklicherweise hatten wir einen Kollegen verdeckt parat, der sich von hinten hat annähern können und hat diese Sache ganz schnell unterbinden können. Die Angreiferin ist die Auftraggeberin des Verlobten und nicht wie angenommen seine Affäre. Im Tumult ihrer Festnahme wittert der Mann seine Chance abzuhauen. Hey, Ecki, da flüchtet jemand, Jungs! Du Scheiße, nicht. Ja, da können wir jetzt nicht hinterher. Scheiße, raus jemand ab, Jungs! Der flüchtende Täter hat meines Erachtens keinerlei Rücksicht auf irgendwen genommen, denn es ist dunkel, es war dunkel, er hat sich da in das Auto gesetzt, ist wie verrückt losgerast und das Auto, das er getroffen hat, war glücklicherweise ein leeres, unbesetztes Parken des Fahrzeugs und nicht ein Fahrzeug, in dem Kollegen saßen. Es hätten ja auch noch weitere Kollegen verdeckt irgendwo stehen können. Das hätte übelste Folgen haben können. Aus dem Wagen, oder? Raus! Auf. Hier, ans Auto. Ja, Jungs.
ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Hey, Mann, wie sieht's aus? Ist das doch gut, dann. Ja, hast du mich. Ja, ja. Wie sieht's aus? Scheiße. Ich hab ihn festgesetzt, wenn der Ecki helfen willst, dann kannst du ruhig gehen. Die Waffen habe ich hier im Nick, alles zu dir. Ich bin dann jetzt erstmal hier. Ich schau mir den Wagen an. Okay, und Sie sind jetzt auch erstmal ruhig. Herzlich willkommen. Ja. Oh, haben wir zwei Knarren liegen hier drin, Langfeuerwaffen. Zwei. Die Durchsuchung des Fahrzeugs und der mitgeführten Taschen hat also ergeben, dass da wohl Kriegswaffen mitgeführt wurden, meines Erachtens nach MP5 und Kalaschnikow AK-47. Insofern absoluter Verbrechenstatbestand. Jungs, könnt ihr einmal absperren? Gehen Sie einmal bitte kurz zur Seite. Lassen Sie uns mit Polizeimaster machen. Nein. Ja, das mag sein. Hier ist jetzt so. Kai! Wir haben ihn sicher. Was machst du denn hier? Hansi! So, wir haben jetzt den. Das ist dieser Kai, glaube ich, ist das? Insgesamt habe ich für das Verhalten der beiden Damen, diese beiden Schwestern, die dann hier noch aufgetaucht sind, überhaupt kein Verständnis. Also, wie immer die an die Informationen gekommen sind, wo wir uns befinden. Das vermag ich also jetzt nicht zu sagen. Nur es ist absolut selbstmörderisch, so zu handeln. Denn wir waren ja selber überrascht, in welche Situation wir hier gekommen sind. Und die beiden Damen können von großem Glück sagen, dass sie nicht selber Opfer einer Schusswaffe geworden sind. Dass sie selber noch leben und aufrecht nach Hause gehen können. Hab ihn dann auch außer Gefecht setzen können. Die von mir festgesetzte Person mit der Schusswunde hat am Anfang sich versucht zu wehren, hat dann aber gemerkt, dass es doch schmerzhaft ist. War dann auch relativ ruhig, hat uns dann noch zwei, dreimal beleidigt. Aber als dann der RTW da war, war auch in sicheren Händen und hat dann nichts mehr gesagt. So, junger Mann, wir drehen Sie mal rum. Ja. Ah! Ja. Gut. Ich will dich nie wiedersehen. Oh nein, nicht. Lieb dich doch. Die aufrichtigen Gefühle des Verlobten ändern nichts am Tatbestand. Seit Jahren wickelt er mit zwei Komplizen illegale Waffengeschäfte im großen Stil ab, wie auch an diesem Abend. Oje. Ach du meine Güte. Da ist ja richtig Kohle drin. Das wird aber nicht nur um die Waffen gehen, die da vorne sind. Das ist ja viel mehr wert hier. Das sind ja zigtausend. Es zeigt sich gerade hier in diesem Fall, wie schnell es passieren kann, dass aus einer Mücke der berühmte Elefant wird, denn ausgehend von der Streitigkeit, von der Körperverletzung, eigentlich war ursächlich ein Foto, eine Eifersüchtelei etc. Und am Ende Waffendeal mit Schusswaffengebrauch, mit Verletzten, mit zwei Festnahmen etc. Also das ist schon beachtlich. Ja, so wünsche ich mir das. Der Einsatz ist gelaufen. Keiner der Kollegen oder Kolleginnen scheint verletzt zu sein. Also insgesamt muss ich den Kollegen, die hier vor Ort tätig waren, von der Schutzpolizei, von der Kriminalpolizei, sehr, sehr dankbar sein. Die haben in jeder Situation wirklich die Übersicht behalten. Der Kollege, der den Schusswaffengebrauch hatte, hat sehr besonnen reagiert, hat wirklich die Zeit gefunden, also auch noch genau zu zielen und zu treffen. Da war hochprofessionelles Handeln für mich erkennbar und es hat wirklich zum hervorragenden Erfolg geführt. Die beiden möchten einmal noch kurz mit dem sprechen, das ist die Verlobte und die Schwester. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt hier Ruhe, ich muss das leider verweigern. Wir haben jetzt hier im Moment Ruhe am Einsatzort und da bin ich sehr froh darüber, dass niemandem hier was passiert ist außer zwei Tätern. Sie können mit dem Mann sprechen, wir fahren jetzt aber erst zur Dienststelle. Ihre Telefonnummer habe ich mir ja schon notiert. Ich werde Sie anrufen, ob es möglich ist, dass Sie zur Wache kommen, dann können Sie mit ihm reden. Ja, aber erstmal jetzt ganz ruhig, es ist alles im Griff. Ja. Der Einsatz ist hier fast beendet. Wir fahren jetzt mit den Beteiligten zur Dienststelle. Ist okay? Ja. Der Herr, der jetzt von uns auf die Polizeiwache verbracht wird, wird definitiv erstmal nicht unsere heiligen Hallen verlassen. Das heißt, da wird jetzt erstmal eine Befragung auf ihn zukommen. Und ja, ich denke mal, er wird eine lange Zeit das Licht nicht mehr zu sehen bekommen. Unter anderem wegen illegalen Waffenhandels kommen die vier festgenommenen Personen vor Gericht. Zu ihrem Ex-Verlobten bricht die junge Frau jeglichen Kontakt ab. Langsam erholt sich auch der Freund ihrer Schwester von der Schlägerei. Seinen Peiniger will er auf Schmerzensgeld verklagen.